Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Dubaro Computersysteme mit dem Kreativ-Ecke 4000 PC für aktuell 3.699 €, runtergesetzt von 3.999 €. Dieser PC wurde sich gewünscht von einem Zuschauer, von Sven Out. Grüße gehen raus und wir schauen uns die Kiste jetzt mal an. Zu dem Bild, ja gut, kann man nur sagen, ist halt das Gehäusebild. Es ist ja meistens so, dass dann Gehäuse gezeigt werden, wo viele bunte RGB-Sachen drin sind, wie eine Wasserkühlung und RAM, was ja meistens dann nicht gegeben ist. Hier nehmen sie wirklich nur das Gehäuse, das ist auch in Ordnung. Eine Sache muss ich am Anfang sagen, hier wird unter anderem von einer 1 TB PCI Express 4.0 bzw. PCI 4.0 Karte gesprochen. Das stimmt so nicht, hier ist nur eine PCI Express 3.0 Karte eingebaut. Und bei dem Gehäuse steht ein Lianli PC 011 Dynamics. Das gibt es so nicht. Das heißt dann Dynamic XL, beziehungsweise das ist das normale Dynamic ohne XL. Da sollte Dubaro vielleicht nochmal ein bisschen nacharbeiten. Wir gehen auch direkt in die Konfigurationsliste und schauen uns jetzt mal das Gehäuse an. Lianli Gehäuse PC 011 Dynamics. Hier steht es auch leider falsch. Schaut man sich die Informationen dazu an, hier steht es richtig. Also das sollten Sie auf jeden Fall nochmal nachschauen. Das Gehäuse habe ich persönlich schon sehr oft verbaut, das wird sich auch sehr oft gewünscht. Ich finde es mittlerweile auch ein bisschen ausgelutscht. Es ist halt so, dass viele Streamer das im Hintergrund stehen haben. Jeder sieht das, schaut dann unten zum Beispiel in die Hardware-Info bei dem Streamer rein und sieht dann, aha, das ist das Gehäuse. Es ist nicht schlecht. Es hat viele Funktionen, man hat viel Platz. Es ist wirklich eins der besten Gehäuse, die ich auch jemals verbaut habe. Es gibt aber viele gute Alternativen, eben auch von Corsair, was man auch bei Dubaro dann auswählen kann. Aber in so einem System natürlich auch angebracht, vor allen Dingen bei dem Preis. Es sind hier in dem Fall keine Lüfter vorinstalliert, aber Dubaro hat quasi welche in der Konfiguration drin. Das schauen wir uns dann gleich noch an. Also wirklich sehr gutes Gehäuse, guter Airflow, wenn denn alle Lüfter wirklich installiert sind. Das kostet aktuell 135,92 € bei Mindfactory. Der Prozessor ist ein AMD Ryzen 9 5950X, 16x3,4 GHz und 4,9 GHz Turbotakt. Ja, das ist das höchste der Gefühle, was ihr aktuell bei AMD kriegen könnt. Der 5950X ist zum Zocken bestens geeignet, zum Streamen sowieso. Hat eine TDP von 105 Watt, 16 Kerne, 32 Threads und unterstützt 3200 MHz RAM offiziell. Es gibt Artikel, die sagen dann halt, dass der Sweet Spot für diese Ryzen Prozessoren 4000 MHz sind. Ihr könnt die sogar noch höher drücken, das ist nicht das Problem. Leidet aber ein bisschen die Stabilität drunter. Deswegen würde ich euch zumindest empfehlen, 3600er RAM zu nehmen. 4000er wäre auch aktuell noch viel zu teuer. Der kostet aktuell 719 € bei Mindfactory. Als CPU-Kühler bzw. Wasserkühlung bekommen wir eine Corsair H150e Elite Capellic Schwarz. Ja, ist auch eine Top-Wasserkühlung. Klar, was soll man in dem Preis auch anderes erwarten? Die kriegt auf jeden Fall die Abwärme von dem 5950X locker weg. Hat auch tatsächlich 5 Jahre Herstellergarantie. Zum Vergleich, wenn ich jetzt zum Beispiel einen MSI Core Liquid nehme, die haben nur 3 Jahre Herstellergarantie. Natürlich ist die hier auch deutlich teurer. Man erkauft sich damit auch irgendwo die Garantie, klare Sache. Hat 3 Lüfter vorinstalliert, die RGB beleuchtet sind. Das sind die ML-Lüfter von Corsair. Das ist wichtig, weil wir gleich noch zu den anderen Lüftern kommen, die im Gehäuse verbaut sind. Und die kostet 179,96 € bei Mindfactory. Als Mainboard haben wir ein MSI MPG X570 Gaming Pro Carbon Wi-Fi inklusive WLAN und Bluetooth. Ja klar, das sagt schon der Name. Der X570 Chipsatz ist auch aktuell das höchste der Gefühle, was ihr bei AMD kriegen könnt. Das Mainboard ist auch sehr gut. Ich hatte es jetzt öfters mal verbaut, beziehungsweise verschiedene MSI Boards, die kamen alle von Mindfactory und ich hatte irgendwie Qualitätsprobleme bei denen. Ich hatte ganz oft das Problem, dass der Prozessor irgendwie nicht mitgespielt hat. Ich habe es auch mit BIOS Update und ähnlichem versucht, das ging alles in die RMA zurück. Klar, bei Mindfactory kriegt man das Geld dann sofort wieder. Das kann, wie gesagt, ein Chargenfehler sein. Ich würde jetzt persönlich keine MSI-Boards mehr nehmen. Ich bin dann immer eher so Richtung Gigabyte, Aorus Elite, Aorus Pro V2 und so weiter. Aber wenn hier was jetzt mit dem Board wäre, ist das natürlich nicht euer Bier. Da kümmert sich Dubaro drum. Die Systeme gehen erst getestet raus. Wir haben hier gekühlte Spannungswandler, ein schönes I/O-Shield, finde ich sehr gut. 4 RAM-Bänke. Hier vorne könnt ihr eine M.2 SSD einbauen, beziehungsweise in dem System ist da schon eine verbaut. Hier kommt die Grafikkarte rein. Wenn ihr Pech habt vom Platz her, könnt ihr hier nicht mehr erweitern und diesen Slot nicht nutzen, wie zum Beispiel für eine USB-Erweiterungskarte oder eine zusätzliche LAN-Karte. Gibt's bei uns wirklich in der Community. Leute wünschen sich dann noch einen weiteren Slot für eben eine LAN-Karte oder ähnliches. Hier unten könnt ihr zum Beispiel eine Capture Card einbauen. Hier kommt noch eine zweite M.2 SSD rein, wenn ihr später erweitern wollt. Und hier unten könnt ihr noch mehr erweitern. Von den Anschlüssen her haben wir einmal 7.1 mit Toslink, dreimal USB-A 3.1, hier haben wir USB-C 3.1, Netzwerkanschluss, WLAN, Bluetooth, USB 3.0 haben wir zweimal, HDMI, das werdet ihr aber nicht verwenden, weil dieser Prozessor keine integrierte Grafikeinheit hat. Zweimal USB 2.0, P-2 Anschluss und einen Flash-BIOS-Button, den werdet ihr vielleicht zweimal in eurem Leben benutzen. Ansonsten soweit wirklich schönes Board.
es ist natürlich so, bei so einem Preis stelle ich mir eher schon so ein Dark Hero oder ähnliches vor. War natürlich im Budget nicht drin, weil die Grafikkartenpreise sowas von unter aller Sau sind. Ich habe das mal jetzt mit mehreren Listen verglichen und es war einfach nicht möglich, da ist ein Dark Hero oder ähnliches einzubauen. Unterstützt auch den neuesten WLAN-Standard Wi-Fi 6, also A, B, G, N, A, C und A, X und Bluetooth 5.2, also alles auf dem aktuellsten Stand. Und kostet 214 Euro bei Mindfactory. Dazu bekommen wir noch 32 GB, 2x16 GB Dual Channel, sehr, sehr wichtig. DDR4 Corsair 3600 MHz Vengeance RGB Pro SL. Das sind sozusagen jetzt schon so die neueren Sticks, sage ich mal. Die SL-Variante ist noch nicht so lange auf dem Markt. Die sind ein bisschen kleiner, weil es öfter mal Probleme gab, dass zum Beispiel der RAM-Speicher, wenn die Wasserkühlung oben eingebaut worden ist, mit der Wasserkühlung in Berührung kam. Das sind zwar nur ein paar Millimeter, aber das macht echt schon eine Menge aus. 3600 MHz finde ich auch sehr passend für diesen Prozessor, 32 GB in der Preisklasse natürlich auch. Wenn das jetzt 16 gewesen wären, hätte er jetzt einen auf den Finger gekriegt, aber 32 ist okay. RGB-Beleuchtung bekommt ihr noch dazu und der kostet 145 Euro bei Mindfactory. Bevor jetzt jemand schimpft, dass ich CL18 genommen habe, hier bei Dubaro wird er eben auch als CL18 angegeben. Als SSD haben wir eine 1 TB Kingston NV1 M.2 PCI Express 3.0. Eben auf der Startseite wurde von 4.0 gesprochen, hier ist es wirklich nur 3.0. Lesen 2100 MB die Sekunde und schreiben 1700 MB die Sekunde. Ja, das ist natürlich eine Standard-SSD. Die habe ich ganz oft in diesen Systemen drin. Ob 1 TB jetzt wirklich so angebracht ist, lasse ich mal dahingestellt. Ich hätte mir wirklich mehr gewünscht. Und wenn es noch HDD-Speicher zusätzlich gewesen wäre, weil bei 1 TB, ja, da kommt er nicht so weit mit. Sagen wir jetzt mal, ihr habt mehrere Spiele und noch Windows installiert auf dieser einen Platte, dann wird es schon eng. Zum Beispiel Ark alleine mit allen Modpacks und so weiter frisst um die 350 GB. Das ist schon krass. Aber erstmal werdet ihr natürlich damit auskommen. Ihr könnt natürlich noch eine zweite M.2 SSD mit reinkonfigurieren. Dann wird das ganze System natürlich auch wieder teurer. Ich hätte mir wirklich in diesem Preis noch gewünscht, dass ein bisschen mehr Speicher reingepackt hätten. Und die kostet 84,96 Euro bei Mindfactory. Hier sieht man es auch, eine zweite M.2 ist nicht verbaut. Eine zweite SSD oder HDD ist auch nicht verbaut. Und jetzt wird es ganz interessant. Wir haben hier als Grafikkarte eine 16 GB PowerColor RX 6900 XT Liquid Cooling. Jetzt haben wir nur ein Problem. Diese Grafikkarte ist eine OEM-Grafikkarte. Da kommt ihr so eigentlich gar nicht dran, sondern nur die Systemintegratoren. Wir nehmen jetzt mal als Vergleich eine andere. Wir nehmen jetzt in dem Fall mal die Asus ROG Strix LC Radeon RX 6900 XT Top. Die hat einen 240er Radiator, sieht man hier auf dem Bild. Bei der OEM-Variante ist es ein 120er Radiator. Ich habe bei Dubaro angerufen, mich nochmal vergewissert, dass es auch wirklich so ist, denn ihr habt oben bei dem Gehäuse drei Lüfter verbaut, das ist die Wasserkühlung, die H150i Elite Capellix. Dann habt ihr in der Front, beziehungsweise in der Seite, in der Front geht ja nicht, habt ihr nochmal dreimal die ML-Lüfter und unten auch nochmal dreimal ML-Lüfter. Dann bleibt euch nur noch ein Slot und der ist hinten und da kommt die 120er Wasserkühlung von der OEM-Grafikkarte drauf. Es ist natürlich die Top-Grafikkarte schlechthin aktuell im AMD-Bereich. Die misst sich ungefähr mit der 3090 oder 3080 Ti von Nvidia. Klar, Nvidia hat immer noch bessere Werte im Raytracing, aber wenn man sich mal so FPS-Werte auf YouTube zum Beispiel anguckt, haben die vielleicht einen Unterschied von 5 FPS. Mal ist AMD besser, mal Nvidia. Das kommt immer darauf an, wie das Spiel optimiert ist. Und die kostet auch stolze 1699,90 Euro bei Amazon. Als Netzteil bekommen wir ein 1000 Watt BeQuiet Straight Power 11. Ich frage mich, warum die hier alle rausgefallen sind, weil so hoch ist die Systemleistung gar nicht. Und zwar ist es so, wenn ihr über den Netzteilrechner geht, dann habt ihr eine maximale Leistungsaufnahme von 559 Watt, wirklich mit dieser Konfiguration in den ganzen Lüftern und so weiter, mit Puffer 600 Watt. Ihr seid natürlich sehr effizient unterwegs, weil ein Netzteil bei 50% immer noch am effizientesten läuft. Auch wenn irgendwelche Peaks mal vorkommen, aber ich denke, ein 850er hätte es auch getan. Nichtsdestotrotz 1000 Watt, da seid ihr natürlich auf der sicheren Seite, hat 5 Jahre Garantie das Netzteil. Es ist übrigens so, das habe ich jetzt bei Argando mal erfragt, und zwar hat Argando auch Systeme da, wo sie jetzt 3 Jahre Garantie drauf geben, haben da aber Netzteile drin mit 5 Jahren Garantie. Ich habe da angerufen und die sagten, ja, es ist so, dass Argando quasi beim Hersteller auch diese RMA machen kann, dass die dann das neue Netzteil besorgen oder ihr das direkt über den Hersteller macht. Das heißt, die Garantie greift trotzdem. Es ist nicht so, dass ihr jetzt nach 3 Jahren überhaupt keine Garantie mehr habt, sondern wenn wirklich das Netzteil mit 5 Jahren Garantie abbrauchen sollte, dass ihr noch 2 Jahre habt, um eben das Netzteil tauschen zu lassen. Entweder tauscht Argando das dann in eurem System für eine Servicegebühr, die sagten so um die 30 Euro, oder ihr macht es eben selber, sagt beim Hersteller Bescheid und wenn ihr euch zutraut, das selber einzubauen, ist das auch in Ordnung. Ich denke, bei Dubaro gilt das Gleiche. Hier, wie gesagt, auch 5 Jahre Herstellergarantie, 1000 Watt ist natürlich völlig angebracht, vollmodular das Netzteil, interessiert euch natürlich erstmal nicht. Aber es ist immer gut, ein vollmodulares Netzteil zu haben. Dann bleiben nämlich die Kabel draußen, die ihr nicht braucht.
Und das kostet auch 164,87 € bei Mindfactory. Jetzt kommen wir zu der Lüftergeschichte. Hier sind 6x Corsair ML Series ML120 RGB 120mm drin. Die ML-Serie natürlich, weil die Wasserkühlung auch ML hat und dementsprechend könnt ihr alles mit einer Steuerung steuern, was RGB angeht. Hier haben wir sie auch schon. Das ist jetzt ein Dreier-Set und das haben wir zweimal mit in diesen Warenkorb reingepackt. Dann haben wir insgesamt 6 Stück. Das sind gute Lüfter. Überhaupt keine Frage. Die sind schön leise. Ihr habt viele Spielereien, was RGB angeht, in der Software von IQ vor allem. Das Schöne ist halt, der RAM, der ist halt auch von Corsair, dann könnt ihr den RAM und die Lüfter alles miteinander synchronisieren. Das ist sonst immer ein bisschen schwierig, wenn ihr verschiedene Hersteller habt, dass ihr das RGB wirklich 1:1 synchronisiert bekommt. Auch hier eine Herstellergarantie von 5 Jahren und die Kosten pro Set 91,10 € bei Comstern. Ein optisches Laufwerk gibt's nicht. Garantie 2 Jahre, ja, da hätte ich mir auch ein bisschen mehr gewünscht bei so einem teuren System, aber das könnt ihr ja noch für 50 € dazu buchen. Betriebssystem, wie immer ohne Betriebssystem. Bei Dubaro ist das scheinbar immer so, dass die kein Betriebssystem mitliefern. Software auch keine weitere mit dabei, WLAN und Soundkarten auch nicht. Montage, das finde ich auch ganz witzig, als Bausatz 30 € weniger. Also ihr sitzt auf jeden Fall ein paar Stunden an so einem System. Bei so einem aufwendigen System auf jeden Fall. Und dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, hier ist der Prozessor, der RAM, die Grafikkarte, die wir jetzt als Alternative genommen haben, das Mainboard, zweimal das Dreier-Set Corsair ML Lüfter, das Gehäuse, die Wasserkühlung und das Netzteil. Und da kommen wir auf den Gesamtpreis von 3.525,81 €. Das System soll kosten 3.699 €. Das heißt, die nehmen ungefähr bummelig 175 € fürs Zusammenbauen, was bei so einem komplexen System wirklich angebracht ist. Es sind quasi 2 Wasserkühlungen da drin, ihr habt 9 Lüfter, die angesteuert werden müssen, plus der eine, der noch ins Heck reinkommt. Dazu habt ihr wie gesagt noch die Garantie, zuzüglich aber noch Versandkosten tatsächlich auch bei diesem Preis. Also ihr könnt mit diesem System nichts falsch machen, es ist wirklich gut konfiguriert, es ist natürlich auch eine Stange Geld. Ich weiß nicht, wer jetzt 3.700 € rumfliegen hat, außer Sven Out, der dieses Ding natürlich jetzt vorgeschlagen hat, weil er sich's unbedingt kaufen möchte. Ich sag dir lieber Sven, kauf es ruhig. Da machst du nichts falsch mit. Ich sage ja sonst immer so 150 bis 200 €, hier sind wir bei 175 € für Zusammenbauen, aber es ist halt auch echt ein aufwendiges System zum Zusammenbauen. Ich habe das schon öfters gemacht, allein die RGB-Steuerung anzuschließen, dieses ganze Kabelwirrwarr, Kabelmanagement. In diesem Gehäuse geht das natürlich ziemlich gut, aber trotzdem ist es eine Menge Arbeit. Ich habe das auch nochmal auf Mindfactory zusammengestellt. Und zwar haben wir hier auch das Gehäuse, den Prozessor, die Wasserkühlung, das Mainboard, den RAM, die SSD, hier tatsächlich eine Grafikkarte, auch mit dem 120er Radiator, das erwartet euch auch ungefähr. Hier sieht man sie ganz schön, ich weiß nicht, ob es 1:1 dieses Design ist, weil die ja von XFX ist, was die da anbieten, ne? Aber ich kann es mir wirklich vorstellen, weil die sagten halt auch 120er Radiator mit verbaut. Das Netzteil und nochmal zweimal das Set und da kommt ihr bei Mindfactory auch auf 3.550 €. Mindfactory bietet für 150 € den Zusammenbau an, dann landet ihr auch bei 3,7. Von daher ist es völlig egal, ob ihr jetzt bei Dubaro das bestellt, bei Mindfactory das so zusammenstellt und bestellt oder eben den Geizhals-Warenkorb nehmt und es selber zusammenfummelt. Klar, wenn ihr es selber zusammenfummelt, habt ihr 150 € gespart. Aber ich finde schon, dass das angemessen ist. Gut, alles in allem wirklich ein gutes System. Was sollen wir auch anderes erwarten bei dieser Preisklasse? Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Auf Wiedersehen und ciao, ciao.